Bis heute Morgen hatte auch kein Lebender einen Schattenwolf gesehen. Ein Zitat aufs Game of Thrones und willkommen in der Staffel 4 und Kleine Vorlesestunde hier. Hallo auch mal falsches von mir. Spiel. Verdammt. Ja, es ist nicht der Game of Thrones hier. Nee, genau, das ist ein Game im Game, ne? Das ist mal was ganz Neues. Nee, wir haben uns jetzt mal wieder dazu entschlossen, mal wieder was aufzunehmen. Es ist auch ein bisschen ruhiger geworden die letzten Wochen. Natürlich habt ihr gesehen, auf unseren Channels hat der Boborossa großartige Arbeit geleistet, hat viele gute Guides rausgebracht. Also wenn ihr Fragen habt über The Elder Scrolls Online, dann schaut mal bei uns rein, gibt schöne Sachen. Es wird auch jetzt bald einen neuen Add-on-Guide geben, ne? Hattest du da nicht was erwähnt? Ja. Also es ist kein Add-on-Guide. Der erste Video war ja ein Guide, wie man es auch macht mit den Add-ons und was Add-ons überhaupt sind. Nächstes Video bei Add-ons wird mehr eine Erklärung haben für Add-ons, die ich für gut halte und welche man sich besorgen sollte, welche in Frage kommen. Bei der Installation hat sich ja nichts geändert. Ansonsten ist es halt eine Add-on-Vorstellung. Das kommt auf jeden Fall und ist in der Mache. Und vielen Dank für all die Klicks und Kommentare auch auf unsere Videos. Und dank eures Feedbacks gibt es da auch mehr. Ja, muss man ja ehrlich sagen. Also wir haben ja jetzt wirklich die letzten Wochen echt einen ganz schönen Sprung nach oben gemacht. Natürlich hat das vieles mit The Elder Scrolls Online zu tun, keine Frage, ne? Weil wir nun mal schon darauf achten, was können wir jetzt bringen, was interessant ist, weil uns ist aufgefallen, dass diese normalen Let's Plays, die wir in Starbound gemacht haben und überall anders, dass sie uns zwar Spaß machen, aber wenn der Erfolg bei 8 Viewern ist, dann überlegt man sich das 10-mal, ob man das Ganze macht. Und von daher wird es wohl in der Laufe der Zeit immer mal ein bisschen mehr Guides geben, ein bisschen mehr Action, würde ich glaube ich auch mal meinen, was auch PvP so angeht. In Diablo 3 werde ich jetzt bald sehr viel machen. Ich habe nun den Kreuzritter fast auf Max-Level und habe da viele gute Sachen schon mir rausgesucht, was ich euch vorstellen kann, Skillungen und wie man am besten leveln kann, worauf man achten soll. Was macht die Tussi da? Beten? Wahrscheinlich. Das hier ist immerhin eine Kathedrale, ne? Ja. Schwester Konstantina. Was machst du mal, kleine Schwester? lass mal die Schwester in Ruhe. Die ist eine Gläubige. Wir sind hier in AVA-Gebiet. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen eigentlich. Aber diese Kathedrale fanden wir so schön für die Aufnahme. Außerdem ist das eine Kirche, Mann. Ja? Und jeder weiß genau, dass in der Kirche kein Krieg geführt wird. Ja? Mal schauen, ob die anderen sich daran halten. Also ja, es ist noch in der Schwebe, ob ich persönlich The Elder Scrolls weiterspiele. Ich finde das Spiel als MMO, muss ich jetzt mal sagen, ich mache dieses Fazit mal hier rein. Also ich bin jetzt Level 28, meine ich, oder 27? 28, ja. 28 bin ich. Also ich habe über die Hälfte des Spiels durch. Jein. Bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde das Spiel an sich super. Also von der ganzen Lore her und von den Quests her ist das einer wirklich der besten Spiele im MMO-Bereich, wo sich auch World of Warcraft mal eine Scheibe von abschneiden könnte, was zumindest so die Quests-Verteilungen angeht, wie die Storys sind. Man hat viele Quests, die eine eigene, spannende Geschichte erzählen, sehr atmosphärisch finde ich auch. Andererseits ist es halt ein MMO. Schlussendlich, also es ändert. Ja, wenn man MMOs mag, dann ist ein MMO gut. Ich persönlich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber es hat mich nicht so geflasht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da ja anders. Ich bin sehr enthusiastisch über das Spiel. Anfangs dachte ich, es wird ein Mist, weil von wegen Konsole und alles, aber es hat mich sehr geflasht. Ich bin Veteran Rang 4, spiele sehr regelmäßig. Und es gibt natürlich schon welche, die sind schon längst Max-Level, aber es sind nicht so viele Veteranen. Es geht schon. Und es treibt mich immer noch voran, das Spiel. Ich wollte auch was zu Starbound sagen. Und zwar der Starbound-Let's Play, ne? Das zieht uns wirklich nicht mehr so viel weiter. Es bringt uns nichts mehr, ehrlich gesagt. Es hat uns sehr viel gebracht in der Vergangenheit. Wir sind mit Starbound groß geworden. Es hat uns sehr viel gelehrt zum Let's Playen auch selber. Man sieht an Starbound wirklich, da wir das die meiste Zeit gemacht haben, mit bestimmt bei 60, 70 Episoden insgesamt, wenn man mal Standard und Hardcore zusammenzählt, dass sich da sehr viel getan hat. Waren das so viele? Ich habe keine Ahnung. Es waren mindestens 40. Also und 40 waren es auch. Auf jeden Fall. Geile Schattenspiele. Ja, erzähl weiter. Entschuldigung. Ja, Schatten habe ich ausgemacht, ehrlich gesagt. Und Starbound werde ich schon irgendwo vermissen, aber irgendwo, es bringt uns nicht mehr weiter. Und
Teso zum Beispiel frisst sehr viel Zeit, das ist typisch für ein MMO. Und deswegen kam auch teilweise weniger, weil ich damit einfach so beschäftigt war, das Spiel zu spielen selber. Ja, du hattest so ein bisschen den Fokus auf Teso gelegt, das hat man gemerkt. Darum haben wir aber, ich habe mir auch gedacht, komm, ne, lassen wir ihn erstmal, er macht momentan wirklich sehr gute Arbeit. Ich musste aus dem Privatleben auch erstmal ein paar Sachen klären, daher habe ich auch nicht mehr so viel gemacht. Ja, was heißt, hey, das sind jetzt 4 Wochen, glaube ich, gewesen, also wir waren ja nicht weg, es gab ja immer mal was. Es wird jetzt auf jeden Fall von unserer Seite wieder mehr Folgen, auch gemeinsame Let's Plays. Wir wissen noch nicht so genau, was wir machen. Also wir sind da momentan noch am Rätselraten, was euch und auch uns gefallen könnte. Wir sind momentan so ein bisschen auf dem Trip von Garry's Mods, obwohl wir auch da merken, dass es natürlich sehr viele gibt. Das ist halt nichts Außergewöhnliches mehr. Und haben aber auch festgestellt, dass die Elder Scrolls für ein normales Let's Play sich einfach nicht lohnt. Ne? Für PvP-Schlachten schon. Mal ein bisschen was mit Freunden machen, mit ein paar mehr Leuten. Ja, aber Es so ist als kein ein. typisches Let's Play-Spiel und wir hätten Richtig. schon noch gerne ein typisches LPT Let's Play Together für uns. Und so ein LPT wäre natürlich schon richtig nice, wo wir noch weitermachen könnten. Momentan hat Teso sich da wirklich ein bisschen dazwischen gestellt, wie so eine Freundin zwischen Freunde. Ist nun Ja, so mal ein so, bisschen, ne? ne? Ja, doch, doch, in der letzten Zeit schon. Wir haben darüber gesprochen und haben jetzt gesagt, okay, wir müssen uns jetzt mal ein paar Gedanken machen. Das werden wir auch machen. Und wir hoffen, dass wir am Wochenende dann auch wieder was aufnehmen. Unsere Homepage nur mal so vorab, die liegt momentan auf Brach, weil ich einfach die Zeit noch nicht gefunden habe. Und ich auch da noch nicht so weiß, ob wir den Fokus auf die Homepage legen, ja oder nein, und wie wir das gestalten wollen. Also eigentlich möchte ich das schon ganz gerne machen. Hab mit dem Provider momentan so ein bisschen Stress. Die wollen nicht das, was ich will. Aber gut, da gucken wir mal. So. Geht nicht zu 1 und 1, ist kein guter Anbieter. Okay, also es war 1 und 1 und da hast du gerade ein bisschen Nerv, weil du wahrscheinlich ganz PHP-Sachen nicht machen kannst, wie du willst, ne? Ja, die sind nicht ganz fit da. Aber das gehört hier nicht hin, sonst verklagen sie mich Sonst noch. verklagen sie einen, ja. Weil man ja Oh nichts ja. freie Presse und so, ne? Wenn man Richtig, so kann als man Presse eigentlich hier bezeichnen runter? soll. Was ist denn Apropos hier unten? Presse, ne? Wir haben. Nee, leider ist Katakombe zu. Da wollte ich auch mal schauen, ob wir da aufnehmen können. Bisschen gruseliger. Aber, ja, Gamescom, da werden wir versuchen, dort zu sein. Richtig, Und wir das kommen wahrscheinlich auch am versuchen Pressetag rein. wir. Ja, wenn es klappt und wenn man frei kriegt von beiden Seiten, ich weiß es momentan halt auch noch nicht so ganz genau, ob ich da frei habe oder nicht. Eventuell sind wir nächste Woche auf der Rollenspiel-Convention sogar, aber da sind wir dann einfach ganz normal als Zivilleute. Interesse ist auf jeden Fall da von deiner Seite, von meiner Seite auch. Wir hoffen, dass ein paar Freunde eventuell mitkommen wollen. Ja, Köln ist von uns nicht ganz so weit, aber schlussendlich muss man doch 2 Stunden fahren. Und das wissen wir aber noch nicht so genau, ob wir da sind. Wenn wir da sind, werden wir ein bisschen was aufnehmen. Ein bisschen, ich habe jetzt nicht die beste Kamera, aber es wird reichen für ein paar Also, Szenen, würde ich sagen. ich dachte, das ist schon so ein bisschen eine Systemkamera, die du da hättest. Ja, das ist ein, Oder eher ja, normal nee. Digicam. Eine normale Digicam, aber die macht schon bessere, ne? Also ist jetzt nicht Das ganz so machen die schlecht, alle nee. heutzutage. Und wenn an der Convention dann auch ein bisschen mehr Licht ist, dann klappt das auch mit der Aufnahme. Richtig, draußen und so schon. Wir wollen gucken, dass wir es hinkriegen. Ich hoffe, ich meine, du würdest ja eh mitkommen. Guck mal, das ist schon eine große Kirche, ne? Feier Ja, lassen. also ich muss sagen, für mittelalterliche Maße ist das garantiert als Kathedrale zu bezeichnen. Halt, bau Ja, mal so ein doch. Ding. Oder halt ein Auf jeden Dom. Fall. Ist schon krass. Auch wie groß die ist, so wenn Aber man um das die Seiten geht. muss aber sagen, das Ne? Ding steht immer wieder irgendwo. Das haben sie doch sehr oft wiederholt genutzt, das Ding. Aber es ist schön Ja, gemacht. Und gut. guck mal, die Detail in den Fenstern. Das sind, glaube ich, die 8 Heiligen hier in Tamriel. Es hat alles seinen Sinn hier. Schon schön, auf jeden Fall. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Wir sind jetzt bei 10 Minuten ungefähr. 8 Minuten, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, was wir zu unseren kommenden Projekten zu sagen haben, glaube ich. Ne? Oder fällt dir noch irgendwas ein, was wir Nö, vergessen eigentlich haben? haben wir alles erwähnt. Ich meine, Ja. ne? Zukunftsverständnis, was im Channel passiert ist und ne? Natürlich nochmal vielen Dank an alle, die uns abonniert haben, die uns zuschauen. Wir sind sehr dankbar dafür, wie das letzte Zeit alles gelaufen ist.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr noch Ideen habt, was wir machen können, dann schreibt auch in den Kommentaren. Genau. Liken und abonnieren. Jetzt. Was? Da unten. Genau da unten. Also bis jetzt kamen wir ohne Betteln aus. Und Ja. auch ohne Monetarisierung. Ich sehe viele Let's Player oder YouTuber allgemein, die 10 Klicks bekommen pro Video und Monetarisierung anhaben. Ich weiß nicht, wozu Ja. die sich den Stress machen. Erstmal das und zweitens mal ist es auch trotzdem ganz oft, dass YouTube gerade so, wenn man nicht in so ein Netzwerk drinne steckt, dass es relativ schwierig ist, ne? Also dass Die YouTube Rechte, ganz ne? oft den Daumen da drauf hält und sagt, hier, nee, nee, Leute, ne? Also ein Netzwerk sollte man schon sein und für ein Netzwerk muss man halt in der Regel so 1.000 bis 2.000 Klicks haben für seine eigenen Videos. Ich glaube, GameStar-Netzwerk, da ist auch. Wer ist denn da drinne? Pietsmeets sind da Ich drinne, bin habe mir ich jetzt erfahren. ziemlich sicher, ich war schon mal jemand im Teamspeak, der war im GameStar-Netzwerk. Die haben allerdings der Sieg gespielt. Da gehörte ich aber nicht so Ja, richtig zu. genau, und da ist es halt so. Also, ich glaube, bei GameStar steht, dass du 2000 Klicks brauchst, um in dieses Netzwerk zu kommen. Und wenn du da erst einmal drinne bist, dann Dann ist geht's das los. eigentlich ganz gut. Dann kannst du dich halt, kannst das Ganze machen. Ich kann euch da, auch wenn ich erst immer sage, Galileo und Scheiße, ich kann euch allerdings den Bericht von Galileo ans Herz legen. Und zwar kam der erst am. Weiß nicht, 24. März, also noch gar nicht so lange hin, kam da raus. Der handelt um das Playmassive-Team, insbesondere um den Gronkh, Sarraza und den Sergeant Rumpel. Und da wird mal so ein bisschen erklärt, wie das denn alles ist mit Netzwerken, wie sich das verhält, worauf man achten muss mit der rechtlichen Sache, wie ist es mit Geld natürlich auch, ne? Es muss sich keiner die Gedanken machen, ja, bei 2000 Aufrufe pro Video werde ich reich, ne? Das ist Naja. irgendwie gar nichts, weil YouTube, das wusste ich auch nicht, ist wohl irgendwie so, dass sie einen gewissen Betrag erstmal behalten und erst wenn man über diesen Betrag rüberkommt durch die Werbung, kriegt man den ausgezahlt. Also das ist vor allem so ein ganz schön, Ja, man ja. bedenke Überweisungskosten, was YouTube an Überweisung zahlen müsste, wenn die jede 10 Cent überweisen würden. Richtig. Das wird Ja, sich gar nicht rentieren. könnt ihr euch mal reingucken, findet ihr bestimmt auf der Galileo-Seite irgendwo dort im Bereich hat man das gefunden. Ich kann euch nicht sagen, wo. Ihr könnt aber gerne unsere Facebook-Seite liken. Da habt ihr auch die direkten Link. Da bin ich relativ aktiv oder wir schreiben da oft was drinne. Was uns Ja. bewegt, was Neues. Ne, was gibt es? Leider Gottes, da haben wir nicht viele Leute, aber da haben wir auch nicht wirklich Werbung drum gemacht. Das muss man auch Das, mal so zugeben. ja, bei unserem Channel kommt man natürlich hin auf Facebook und überall verlinken es, aber wir hauen das nicht überall rein und rennen nicht rum. Wir kaufen auch keine Likes oder sowas. Weiß Richtig. Gott nicht. Gibt's nicht. Es gibt sogar Seiten, gibt es Gruppen auf Facebook, die dann dich selber auch noch liken und du dann mehr Viewer kriegst. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Entweder wir kriegen die Klicks, weil wir es sind, ne? Weil es euch gefällt, oder ich kann darauf verzichten. Es ist Ja, einfach also so. wir wollen das auch, dass diese Klicks was wert sind, dass wir daran erkennen, was Sache Richtig. ist und So nicht ist es. uns selbst betrügen. Ja. So, und ich würde sagen, wir haben genug geplaudert. Wir machen jetzt ein Folgenende. Sind wir zwar nur bei 12 Minuten, aber dann können wir das als reines Infovideo lassen. Das kommt direkt Ja. auf unsere Hauptseite, ja, damit ihr auch wieder ein bisschen was von uns mehr seht und unsere Stimmen ertragen müsst. Und in den nächsten Folgen werden wir dann mal so ein bisschen The Elder Scrolls hier in dem PvP-Gebiet oder AVA heißt das, ne? AVA. Genau, ja, Alliance Ja. versus Alliance. Da werde ich ein bisschen der Sexsklave sein, was sonst er immer ist, ne? Wie man sieht an seinem Charakter. Ich bin nämlich kaiserlich. Und ja, da werden wir ein Naja. bisschen was von dem Gebiet zeigen. Oder er zeigt uns eher mehr als ich. Ich werde nur doofe Kommentare geben. Von daher bis gleich oder bis nächsten Tag. Good game. Macht's gut. GG. Bis zum nächsten Mal.